Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zur Formel 1, heute mit dem großen Preis von Japan. Es geht nach Suzuka, einer der schönsten Strecken der Welt, und mit einem Formel 1 Auto geht es da auch wunderschön schnell durch die S-Kurven und durch so ziemlich alle anderen Passagen. Und hier reisen wir an als WM-Zweiter. Nur noch 14 Punkte trennen uns von Valtteri Bottas. Er konnte zuletzt seinen Vorsprung in Russland ein wenig wieder ausbauen. Allerdings sind wir da immer weiter auf seinen Fersen. Und in der Konstrukteurswertung, da sind wir noch knapp vor Mercedes. Da haben wir also die Rolle der führenden Partei und müssen uns da behaupten. In Sachen Entwicklung sind wir auch noch vorne. Mercedes entwickelt da minimal weiter, wir ebenso. Und wir schauen auf die Startaufstellung. Da sehen wir nämlich ganz vorne auf der Pole Position, da sind wir. Und direkt neben uns unser WM-Rivale Valtteri Bottas, Lewis Hamilton dann dahinter, Pierre Gasly mit einem super starken vierten Platz vor Perez und Lance Stroll. Sebastian Vettel dann nur auf der 7 vor Ricciardo, Grosjean strafversetzt auf der 9, Jack Aitken auf der 10, Red Bull nur auf 11 und 12 vor Kwiat, Sainz, Giovinazzi und Ocon. Dann Kimi Räikkönen vor Russell, Magnussen und Leclerc. Und ganz hinten haben wir Nicolas Latifi und Lando Norris. Und die Strategie für heute, ja, von Soft auf Medium. Und damit wünsche ich viel Spaß beim großen Preis von Japan. Voll verpennt. Und Black Sun fing dann für den Prime Sub in den 11. Monat rein, dauernd. We have no DRS. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. It's a joke. Is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. No, we can't. Okay, the car behind is catching you by 5/10 a lap. 5/10.
approaching the pit window, you'll be on the mediums. Bottas ahead, gap to car in front is 1.7 seconds. They're on old softs. Their tyres are 3 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1.27.2. You're falling back by 1/10 a lap. Gar nicht gut. Ich bin schon so nah an den Williams dran, okay. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Bitte Bottas an die Box. Fast wäre der Overcut besser gewesen. Das bleibt noch eine Runde.
this works, that brings you up the place. Nein!
laps of fuel remaining. He just turned into me. Könnte vielleicht sogar eine schnellste Runde werden. Get in there. Zum zweiten Mal, ich fasse es nicht. Man spielt nicht mit dem Essen, doch. Wenn man will, dass das Essen Punkte verliert, doch. Roman, ich mal Top 5, der hat eine 5-Platz-Crit-Strafe bekommen. Der ist weiter hinten gestartet. So, Bottas hat auf jeden Fall nicht die schnellste Runde geholt. Get in there. Yes! Das Bremsen in der letzten Schikane, was genau meinst du, zur Realität oder wie? Puh, krass. For another fantastic Grand Prix here in Japan. A brilliant victory that has thoroughly earned the applause from the sellout crowd here today. Alter Falter, ey. Puh. Das war krass. So Anthony, what made the difference out there today? I think a large part of the result comes down to temperament.
They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Gut gerettet mit dem verpennten Start, ja. Nein, im Spiel nur. Okay. Überhaupt keine Ahnung, wann die bremsen, wann ich bremse. Ich habe da auf jeden Fall, glaube ich, kein einziges Überholmanöver gemacht, deswegen. Jo, danke, Maxel. Ach, wenn die KI will, kann die KI, egal wo sie. Also, wenn die KI will, kann sie, egal wo sie will, 100 Meter später bremsen. Das ist so. So, gucken wir auf die WM-Stände. Noch 6 Punkte zu Bottas. Puh, wieder mal den Abstand ein bisschen verkürzt. Während Romain Grosjean leider nicht so gut punktet. Lewis Hamilton bei 173 Punkten. Hashtag Ehre. Charles Leclerc bei 165. Und der KWM-Firma noch mit 12 Punkten Vorsprung. Wir haben einen Punkt, glaube ich, gut gemacht zu denen, oder? Ja. Ein Punkt zu Mercedes. Krass. Heiliges Kanonenrohr. Ja, die Strategie war es letztlich. Ich habe auch sowieso gemerkt, dass ich halt extremes... Ich hatte extremes Übersteuern im Auto. Das war fürs Quali schon sehr riskant, was ich an Setup mitgenommen habe. Aber das war fürs Rennen dann einfach schwierig. Sobald die Reifen ein bisschen abbauen, geht kaum noch was. Ich möchte eine Sache im Replay nochmal sehen. Und das gucken wir uns nochmal genauer an. Also wann bin ich gestartet? Ganz kurz. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Startampel ausgegangen ist. Ich habe mich rechts unten auf die Drehzahl konzentriert oder auf die Gaspedalanzeige. Und eigentlich sehe ich im Augenwinkel immer die Ampel und starte sehr gut. Aber diesmal gar nicht. Diesmal voll verpennt. Runde 2 war es dann, glaube ich, hier. Das ist gar nicht mal so langsam. Okay, fühlt Jesper. Sehr gut. Das war krass. Dass ich da noch auf der Strecke geblieben bin danach und nicht komplett wegtorpediert wurde. Joker Lab, genau. Wie habe ich denn die Lenkung da geöffnet? Beziehungsweise, okay, komplett geradeaus. Das ist das Wichtigste in dem Moment. Alter, die Schläge aufs Auto. Und dann irgendwann, wenn das Auto stabilisiert ist, dann wieder rein. Krass. Da habe ich sehr viel Ruhe bewahrt. Da habe ich echt Ruhe bewahrt. Rally approved. So, zack, 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 zack. Klappt von 10-mal vielleicht einmal genauso. Ja, wenn du genug Ruhe ins Auto bringst, dann klappt das schon. Das geht schon. So ein Ticken rauszoomen und dann nehmen wir das schön. Oh Mann, ey. Die Leute auf YouTube werden sich wundern, was ist denn hier los? Fährt er plötzlich komplett ready oder was? So. Weiter geht's. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, oder? Nee. Amazing performance. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. It's looking like the championship is already won. Do you think there's still time for this to change?
Das sind 6 Punkte. Was ist denn bei dir los? Da antworte ich jetzt wirklich nicht. Well, looks like your luck has changed. Things went a lot better than last weekend, didn't they? Hä? Ja. After all the teams have updated their cars for next season's regulation changes, where do you think you'll come out? Die YouTube Normies halt. Keine Ahnung, was Normies heißt, aber ich finde allgemein, wenn du ein Thumbnail hast, wo ein Auto, was eigentlich für Straßenrennen gemacht ist, dann plötzlich im Kies fährt, dann kann man schon mal irritiert sein. Das war jetzt nicht sich quasi über Leute belustigend gemeint, sondern dass man sich denkt, Heide Witzka, was hat Dave denn da angestellt? Und wir haben gerade so auch das letzte Sponsorenziel erfüllt. Ehre. Dekadent-Meme. Gut, Dekadent. Immer hin und wieder geschaut. Der guckt leider auf Videos oder lädt die auf YouTube hoch zu Themen, die mich nicht so wirklich interessieren, aber ja. Ah, ja, wir haben noch ein paar Regeländerungen. Ich werde mir genauer überlegen, was wir mit diesen Regeländerungen machen. Eventuell werde ich meine ganzen Punkte da investieren und die Upgrades ja alle sichern. Und dann haben wir das stärkste Auto im Feld. Und dann werde ich nicht weiterentwickeln, vielleicht. Je nachdem, wie stark das Auto ist. Oder mal gucken. Vielleicht fahren wir auch keine dritte Saison, weil, um ehrlich zu sein, und starten eine neue Karriere oder so, weil, um ehrlich zu sein, mittlerweile sind die Autos fast schon zu schnell eigentlich. Also, die Autos sind so schnell schon in der zweiten Saison. Also, hier ganz kurz. Wie viele Upgrades fehlen hier noch? Also, hier könnte ich Fuel Efficiency, könnte ich 4 Upgrades noch machen. Okay. Was die reine Power angeht, 3 weitere Upgrades habe ich noch nicht. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Upgrades noch nicht. Da unten bei der gestrichelten Linie war noch eins. Das heißt insgesamt 11, 14, 16, 17 Upgrades habe ich noch nicht. Und wenn man jetzt mal zählt, wie viele Upgrades ich insgesamt schon habe. Ach, da steht sogar 16 von 23. Ja, dann habe ich 7 nicht, aber 16 schon. Das heißt 2 Drittel ungefähr da, 2 Drittel exakt hier und 2 Drittel fast hier. Auch wenn ich sagen würde, es sind 19 Upgrades, die relevant sind. Das heißt, so gesehen haben wir eigentlich 16 von 19 Upgrades hier schon. Wir machen mal hier das ultimative Upgrade für die ECU. Finde ich eigentlich sehr gut. Mach's doch jetzt? Nö, ich werde mal gucken, wie sich das entwickelt und dann entscheiden. Bisschen länger Zeit, sich zu entscheiden, ist, glaube ich, besser. Im Endeffekt, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann soll die wohl überlegt sein. Und nur damit sie jetzt geschieht, wäre es halt unsinnig, sie jetzt zu machen, quasi. So. Bam, bam, bam. Weiter geht's. I know we were expecting some new developments to come through, but some of them have failed the quality control. Make sure you indicate das ist noch bis zum USA-GP fertig. Das ist noch bis USA durch. 18 Millionen. Ich guck mal, was bräuchte man so theoretisch auf dem Fahrermarkt? Mhm. Der teuerste kostet 21 Millionen. Und zwar mit Abstand. Uff. Charles Leclerc ist bei 15 Millionen. Daniel Ricciardo auch bei 15 Millionen. Millionen? Okay. Weiter. Last the First Season mit dem stärksten Auto hat halt das große Problem, dass der Teamkollege auch das stärkste Auto hat und oft ist er dann uneinholbar schnell. Vor allem für 25% Rennen wäre das sehr unsinnig. Da müsste ich in jedem Qualifying meinen Teamkollegen rauscrashen und die KI kann halt nicht so gut wie gar nicht überholen. Das funktioniert alles nicht so super easy. Könnte man bei 100% Rennen machen, tatsächlich. Aber ansonsten haben wir heute das Ende dieser Folge erreicht. Ich muss kurz niesen. Und habe das auch getan. Für alle Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da, Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder einschalten und gerne nochmal live auschecken. Haut rein und bis demnächst.